So, hier bin ich, genau. Nach dem spannenden Vortrag von meiner Kollegin, die uns erstmal allgemeine Infos zur veganen Ernährungsweise bekommen haben, möchte ich jetzt mit einem speziellen Thema anschließen, mit dem Thema Zucker in unserer Ernährung, was jetzt bei weitem kein reines veganes Thema ist, sondern wirklich jeden etwas angeht. Ich stelle mich nochmal kurz vor, es sind jetzt viele neue Gesichter dabei. Also mein Name ist Linda Frankenberg, ich bin 33 Jahre alt. Und wohne mit meiner Familie auch hier im Oberbergischen, in der kleinen Gemeinde Hülsenbusch, die zu Gummersbach gehört. Und wir ernähren uns alle vegan. Und ich bin jetzt dabei, ein Studium zu machen, was sich speziell mit der veganen Ernährung auseinandersetzt. Und Ziel ist es auch, dann später mit der Ernährungsberatung einzusteigen und Menschen halt dabei weiterzuhelfen, sich gesund zu ernähren und ein langes und hoffentlich glückliches Leben zu führen. Seit einem Jahr habe ich auch einen persönlichen Blog, der heißt www.vegan.com. Und dort können Sie sich auch viele Informationen über die vegane Ernährung holen. Da sind auch ganz viele Rezepte mittlerweile dabei. Und ich beschreibe auch so ein bisschen unsere persönliche Geschichte, wie sich das bei uns entwickelt hat, wie sind wir zur veganen Ernährung gekommen. Und da kann man das, wenn man das möchte, ein bisschen nachlesen. So. Anfangen möchte ich mal mit der Geschichte des Zuckers. Also wenn wir von Zucker sprechen, dann meinen wir ja immer diesen Haushaltszucker, die sogenannte Saccharose. Das ist der weiße Kristallzucker, den eigentlich jeder so aus seiner Küche halt kennt. Und dieser ist eigentlich ein sogenanntes Kuckucksei des Kolumbus. Weil Kolumbus damals auf seiner zweiten Reise in die neue Welt ein paar Zuckerrohrpflanzen mitbrachte und dort in Amerika angepflanzt hat. Und so wurde aus einem kleinen Garten mit und mit größere Zuckerrohrplantagen. Und der Zucker kam so das erste Mal so in die Münder, damals auch der Römer, war eine besondere Delikatesse. Wurde auch das weiße Gold genannt, weil es war halt ein absoluter Luxusartikel, der bei weitem nicht der breiten Bevölkerung zur Verfügung stand. Erst dann so im 18. und 19. Jahrhundert wurde die allgemeine Runkelrübe entdeckt, die schon einen Zuckeranteil von 5% besaß. Und damals konnten halt die Chemiker den Zuckeranteil auf bis zu 20% erhöhen und so entstand die heute bekannte Zuckerrübe, da heute auch der Zucker daraus gewonnen wird. Und 1834, mal so am Rande, wurde dann auch die Formel der Saccharose entdeckt. Man kam durch die Industrialisierung, neue Maschinen, der Anbau des Zuckers wurde immer einfacher und schneller. Und so kam der Zucker mit und mit in jede Küche und der Zuckerkonsum stieg natürlich auch stetig an. Also kommt es heute dazu, dass ich hier ganz frische Zahlen habe vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dass jeder Durchschnittsdeutsche 31,1 Kilogramm Zucker pro Jahr verbraucht. Das sind 100 Gramm pro Tag. Mal umgerechnet in Zuckerwürfeln wären das 32 Stück, also eine ganze Schale voll. Und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt aber einen maximalen Zuckerkonsum von 25 Gramm pro Tag. Wir verzehren aber viermal so viel. Da kann man ja schon mal überlegen, ob das so richtig, ob das so gesund sein kann. Und das Fatale dabei ist, dass wir 80% tun wir das unbewusst. Also bekommen das gar nicht mit, dass wir Zucker zu uns nehmen. Genau. 20% sind dann mal so das Stück Sahnetorte oder der Schokoriegel, wo wir uns da schon bewusst sind, dass wir jetzt gerade naschen und dass das vielleicht nicht so gut ist oder eine Ausnahme darstellt. Aber 80% nehmen den Zucker wirklich zu uns, ohne das zu merken. Ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, brauchen wir denn den Zucker überhaupt? Und zwar ist uns dieser süße Geschmack schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Der ist quasi angeboren. Denn schon die Muttermilch, über die wir eben schon gesprochen haben, hat einen leicht süßlichen Geschmack. Also da kann man halt sehen, woher diese Vorliebe kommt. Und auch in der Natur. Es gibt halt kein Gift, was süß schmeckt. So sind die Erfahrungen von Generation zu Generation weitergegeben worden durch unsere Vorfahren. Alles, was süß schmeckt, das kannst du essen. Also das ist in Ordnung, das ist gesund. Und auch unser Körper will Süßes, gerade unser Gehirn. Denn die Glucose ist Energielieferant Nummer 1. Das Gehirn schreit nach Zucker und jede einzelne Zelle unseres Körpers will den Zucker und braucht den Zucker zum Überleben.
jetzt komme ich mal dazu, was denn eigentlich im Körper passiert, wenn wir Zucker zu uns nehmen. Gerade schon gesagt, unser Gehirn liebt Zucker. Für das Gehirn ist die Glucose essentiell zum Arbeiten. Es gibt eine Ausnahme, also einen Stoffwechselweg für wirklich Ausnahmezustände, also Nahrungskarenz, Hungerperioden oder Fastenzeiten, wo es durch die mit Ketonkörpern arbeiten kann. Aber das funktioniert nicht lange. Auf Dauer ist das Gehirn immer auf die Glucose angewiesen. Unser Gehirn macht aber keinen Unterschied, ist der Zucker jetzt naturbelassen oder ist das industriell verarbeiteter Zucker. Das ist dem Gehirn erstmal ganz egal, Hauptsache Zucker. Ja, was passiert dann im Körper? Das Belohnungszentrum im Gehirn wird angesprochen. Wir fühlen uns gut. Zucker macht glücklich. Man sagt ja auch, Schokolade macht glücklich. Wenn man traurig ist, man hat Liebeskummer, man setzt sich vor den Fernseher, isst einen großen Bottich Eis. Oder auch unsere Kinder trösten mit Süßigkeiten. Na, ist das Kind hingefallen aufs Knie, bekommt es ein Lolli, kleines Trostpflaster oder die Gummibärchen, dann ist alles wieder in Ordnung. Der Körper schüttet nämlich Glückshormone aus, die sogenannten Serotonine, und wir fühlen uns wirklich gut. Ja, wenn unser Gehirn aber so auf Zucker reagiert, die Stimulation des Zuckers solche Gefühle bei uns auslöst, dann kann man auch in eine gewisse Abhängigkeit geraten. Das ist das sogenannte Suchtpotenzial und eine Suchtgefahr, die nicht viel anders ist wie auch bei anderen Drogen. Ja, warum ist das so? Man muss unterscheiden halt zwischen einfachen und komplexen Kohlenhydraten. So unser isolierter Industriezucker besteht nur aus einfachen Kohlenhydraten. Wenn man sich jetzt den Blutzuckerspiegel anschaut, dann reagiert unser Körper mit einem rapiden Anstieg. Denn der Zucker, der geht halt durch die Verdauung und gelangt vom Dünndarm direkt ins Blut. Insulin wird ausgeschüttet, um halt den Zucker in unsere Zellen zu holen, die Glucose, die dann dort verbrannt wird. Nehmen wir aber jetzt viel Industriezucker zu uns, dann steigt der Blutzuckerspiegel viel zu schnell. Unser Körper kann in eine Unterzuckerung geraten, was auch schon einen sehr gefährlichen Zustand darstellt. Genauso schnell ist aber dann auch der Abfall des Blutzuckerspiegels. Es kann gar kein Sättigungsgefühl eintreten. Das sieht man hier hinten, wo dann der rote Strich auch unter die Hungerlinie gerät. Und es kommt zum sogenannten Heißhunger. Und man spricht auch von Heißhungerattacken. Also wir werden sehr schnell wieder hungrig, nachdem wir etwas Süßes gegessen haben. Und der Körper und unser Gehirn verlangt nach mehr. Was tun wir also? Wir schauen nach der nächstmöglichen Nahrungsquelle. Es muss wieder neuer Zucker her. Wir greifen vielleicht zu etwas Süßem, aber auch gerne mal zu etwas Fettigem und stopfen es wieder in uns rein. Was kann denn hier eine günstige Alternative darstellen? Kommen wir zum Gegenteil, zu den komplexen Kohlenhydraten. Hier habe ich, weil ich das auch gleich zum Probieren dabei habe, mal die Dattelpraline aufgeführt. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Sie besteht halt aus komplexen Kohlenhydraten, die ganz langsam von unserem Körper verstoffwechselt werden. Die Abgabe des Zuckers erfolgt ganz langsam ins Blut. Und so kommt es zu einer flacheren Kurve. Das Hungergefühl setzt ein, das Sättigungsgefühl, und der Körper ist befriedigt. Denn die komplexen Kohlenhydrate sind eingebettet in vielerlei Nährstoffe, in Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Alles, was unser Körper zum Leben braucht. Man kann das auch ersetzen mit einem Schokoriegel. Das könnten auch die Cornflakes sein, die man zum Frühstück isst, und die Dattelpraline, das Vollkornbrot. Gerne darf die Dattelpraline auch aussehen wie ein gesunder Apfel, der eigentlich ein perfektes Konstrukt der Natur ist. Auch im Apfel sind Ballaststoffe enthalten, komplexe Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe. Also die Natur hat sich schon was dabei gedacht. Ja, kommen wir mal zu den möglichen Folgen. Wir haben ja gerade über den Heißhunger gesprochen. Wir haben jetzt alles Mögliche in uns hineinstopfen, um unseren Körper zu befriedigen, um das Gehirn zu sättigen. Dann kann es schnell passieren, dass wir mehr Nahrung zuführen, als wir eigentlich brauchen. Das heißt, die Nahrungsaufnahme ist größer als der Energieverbrauch. Stückweise hat unser Körper die Möglichkeit, Glucose zu speichern für Notzeiten. Das geschieht in den Muskeln, in den Leberzellen, aber diese Speicher sind halt nur begrenzt. Sind diese gefüllt, passiert Folgendes.
Unser Körper wandelt den Zucker in Fett um. Und das landet dann als Depotfett, als eiserne Reserven, überall verteilt in unserem Körper. Und Übergewicht, das ist bestimmt jedem von euch klar, ist nicht gesund. Es kann zu Folgeerkrankungen kommen, Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Liste ist halt ziemlich lang. Ja, aber wie erkenne ich denn jetzt eigentlich, welche Lebensmittel gesund sind und welche sind ungesund? Wo steckt eigentlich überhaupt alles Zucker drin? Hier muss man sehr vorsichtig sein bei verarbeiteten Produkten. Aber wenn man sich die Lage im Supermarkt jetzt mal anschaut, wird man nicht auf Anhieb erkennen, dass zum Beispiel der Senf oder die Senfgurken, der Putenaufschnitt oder das gute Rotkraut, also der Rotkohl im Glas, Zucker enthalten. Hier muss man immer die Zutatenliste studieren, also wirklich, so wie ich sage, studieren. Und man muss sich ein bisschen auskennen, denn der Zucker, der versteckt sich. Es gibt über 70 verschiedene Synonyme für Zucker. Also man muss sich wirklich ein wenig damit beschäftigen, um erkennen zu können, in welchem Produkt steckt der Zucker drin und in welchem nicht. Hier habe ich da mal ein paar Beispiele aufgeführt für Kosenamen, hinter denen sich der Zucker verstecken könnte. Es gibt da so ein paar Eselsbrücken, also alle Wörter, die auf Ose enden zum Beispiel, ist Zucker. Viele Wörter enden aber auch mit dem Begriff Zucker oder Sirup. Aber bei Traubensüße, hier auf der rechten Seite, würde man vielleicht nicht unbedingt vermuten, dass es ungesunder Zucker darstellt. Denn Traubensüße hört sich ja erstmal natürlich an. Das ist bestimmt die einfache Süße aus Früchten. Aber auch das ist isolierter Zucker, von der Industrie verarbeitet. Nicht mal so, wie es in der Natur vorkommt. Dann gibt es noch Verpackungsinformationen. Hier nun drei Beispiele. Dann steht vorne drauf zuckerarm oder zuckerfrei, ohne Zuckerzusatz. Juhu, denken wir. Das muss ja gesund sein. Das können wir uns doch ohne schlechtes Gewissen einverleihen. Aber der Gesetzgeber sagt, zuckerarm bedeutet nun, das Produkt darf maximal 5% Zucker enthalten. Zuckerfrei bedeutet nicht ohne Zucker, sondern dass maximal 0,5% enthalten sein dürfen. Und der Begriff ohne Zuckerzusatz heißt nur, dass kein Haushaltszucker und kein Traubenzucker enthalten sein darf. Alle anderen Zuckergruppen sind durchaus erlaubt. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wenn wir doch Lust auf Süßes verspüren, was gibt es denn für Alternativen? Womit süßen wir ab heute unseren Kuchen, wenn wir für den Geburtstag backen sollen? Da gibt es zum Beispiel die beiden ersten Gruppen Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe. Hierzu muss man sagen, es sind keine Zutaten, sondern Lebensmittelzusatzstoffe. Sie haben Vor- und Nachteile. Die Süßstoffe, wie zum Beispiel Aspartam, kennt man aus der Cola Light oder Stevia, auch heute in aller Munde, die sind sehr kalorienarm. Die werden nicht insulinabhängig verstoffwechselt, also ist auch für Diabetiker sehr interessant. Und die sind nicht kariesfördernd. Also gerade der Zuckeraustauschstoff Xylit, ja, das ist Birkenzucker, der wirkt sogar Karies entgegen. Also sehr zahnfreundlich, gerade wenn man jetzt an unsere Kinder denkt. Doch hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das sind halt auch chemisch bzw. synthetisch hergestellte Stoffe. Und es kann bei übermäßigem Verzehr zu Verdauungsproblemen kommen. Aber auch hier gibt es halt Empfehlungen für die maximale Zufuhr pro Tag. Wenn man sich dafür näher interessiert, kann man da mal schauen. Und der größte Nachteil ist eigentlich, dass sie halt keinerlei Nährstoffe mehr enthalten. Also auch da nehmen wir halt leere Kalorien zu uns. Dann gibt es noch Sirup und Dicksäfte. Hat bestimmt jeder schon mal gehört. Ahornsirup oder die Melasse, das ist das Nebenprodukt der Zuckerherstellung. Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker ist ja heute auch in aller Munde, der mit dem leicht karamelligen Geschmack. Auch die muss man sich näher anschauen. Es gibt also das Glucose-Fructose-Verhältnis. Und unser Körper kann nur mit der Glucose was anfangen. Die Fructose, die muss halt über die Leber verdaut werden, abgearbeitet werden und fließt dann so wieder raus. Deswegen sollte man immer schauen, dass man einen größeren Glucoseanteil in den Lebensmitteln hat. Außerdem gibt es viele Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Eben hat man die Laktoseintoleranz, es gibt aber auch die Fructoseunverträglichkeit.
Diesen Menschen würde ich zum Beispiel auf keinen Fall Agavendicksaft empfehlen. Der besteht nämlich zu 70% aus Fruktose. Da könnte man dann auch den Reissirup zurückgreifen. Außerdem, Umwelt war ja heute auch schon ein Thema, muss man auch da immer auf die Umweltbilanz schauen. Denn viele dieser Produkte werden eben nicht regional angebaut, produziert, sondern werden halt auch aus aller Herren Länder zu uns halt eingeschifft. Ich verwende halt sehr gerne die Süße aus Banane, zum Beispiel zum Backen. Ist ja auch ein super Eiersatz, wie wir eben gehört haben. Und wenn man die Bananen halt richtig schön reif werden lässt, sodass diese braunen Zuckerpunkte entstehen, schmeckt der Kuchen danach herrlich süß. Also man kann einen Bananenkuchen, Bananenbrot backen, auch gerne mit Schokolade. Es schmeckt einfach wunderbar und man merkt halt nicht, dass da Zucker fehlt. Da fehlt einem nichts. Und zum Naschen zwischendurch sind halt Datteln oder auch getrocknete Aprikosen wunderbar. Und die enthalten noch so viele wertvolle Nährstoffe. Gerade Datteln sind ganz reich an Kalzium und Eisen, was man überhaupt nicht vermutet hätte. Da kann der Schokoriegel lange nicht mithalten. Ja, was würde ich denn jetzt empfehlen? Also meine Devise ist halt immer so vollwertig und so naturbelassen wie möglich. Das haben die Kollegen eben auch schon gesagt. Und am besten halt eben immer frisch vom Feld, so wie es aus der Natur kommt. Und dann nur zu Hause in der Küche selber weiterverarbeiten. Wir sollten halt unbedingt die isolierten Zucker aus industriell verarbeiteten Produkten meiden. Also schauen Sie das nächste Mal, wenn Sie einkaufen gehen, morgen einfach mal im Supermarkt auf die Zutatenliste und Sie werden erstaunt sein. Besonders schwierig fand ich das, um am Anfang ein Brot zu finden, wo kein Zucker zugesetzt ist. Viele Produkte bekommt man tatsächlich sehr gut im Bioladen, aber auch die Supermärkte haben ja immer mehr Bioprodukte jetzt auch in ihren Reihen. Oder DM ist auch ein sehr große Empfehlung von mir. Da gibt es auch zuckerfreies Brot. Ja, und dann am besten immer halt auf die natürliche Süße aus vollwertigen Lebensmitteln zurückgreifen. Habe ich ja gerade ein paar Beispiele genannt. Bananen, Trockenfrüchte. Ne? Obstsalat schmeckt auch mal herrlich. Sagt mir eben Bananen. Ja, das ist ja auch Schokolade. Mhm. Wir verstehen darunter heute die Milchschokolade. Mhm. Wenn man sich im Geschäft eine leckere Schokolade, so einen Rittersport kauft, ist immer Milch drin. Das kommt ja so für uns Veganer sowieso nicht in Frage. Und wir greifen halt dann auf die echte Schokolade zurück. Und die besteht aus Kakaobohnen. Also Schokolade ist ja eigentlich Kakao. Und da gibt es den dunklen Backkakao. Da gibt es heute auch schon Bioprodukte zum Beispiel. Oder Rohkakao. Also wenn man das Lebensmittel jetzt nicht erhitzt, jetzt gerade im Kuchen, ich süße auch sehr gerne halt den Smoothie dann mal mit Rohkakao. Und das ist überhaupt das Superfood schlechthin. Das ist echt unschlank. Ja, dann bin ich auch schon am Ende angekommen. Hier sehen Sie nochmal unser Logo von meinem Blog. Hier vorne habe ich Visitenkarten ausgelegt. Da können Sie sich das nochmal für zu Hause mitnehmen. Ich bin aber auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook vertreten, wo man uns finden kann. Und dann dürfen Sie natürlich jetzt auch gerne mal nach vorne kommen und die Dattelpralinen probieren. Das sind die Medjool-Datteln. Die sind etwas größer als die Deglutmur. Sonnengetrocknet, ansonsten völlig naturbelassen. Ich habe die mit Walnüssen gefüllt und noch in gerösteten Leinsamen gewälzt. Also ein rundum vollwertiges Produkt mit vielen wertvollen Nährstoffen und es wird Ihren süßen Zahn bestimmt befriedigen. Ich bin gespannt. Applaus